Ja, ich wollte euch heute einmal zeigen, wie man bei FIFA 08 die Spielprämie ändern kann. Also den Betrag, den man pro Spiel bekommt vom Sponsor. Und dazu bräuchtet ihr Art Money, das kann man sich einfach downloaden, bei Google eingeben, das ist eine Freeware, für die man auch bezahlen könnte für die Vollversion, aber ist unwichtig. Also, ich habe als Beispiel einen neuen Manager-Modus angefangen. Ich weiß, dass das zittert jetzt ein bisschen, das flimmert so, aber kann ja auch nicht ändern. Ronaldinho zu haben, ein begehrter Spieler. Und wie ihr alle wisst, ist Hoffenheim jetzt eigentlich in der ersten Liga. Und sie haben eigentlich viel Geld wegen dem Sponsor. Aber wie man sieht, ups, kann man ja hier beim Sponsorenvertrag sehen, dass die pro Spiel nur 8.100 Euro bekommen. Das für die Realverhältnisse sehr wenig wäre. Und man kann diesen Betrag ändern, indem man auf Prozess geht bei Art Money 408, Suche, dann auf den exakten Wert und auf Lease Komma. Ich nehme hier Standard. Da gibt man diesen Betrag ein, 8.100, ohne Euro, ohne Komma, ohne nichts, einfach nur 8.100. Okay und wartet. Jetzt sucht Art Money diesen Betrag oder diese Beträge. Und dann kann man diese ändern. Und ich glaube, das müsste auch bei 409 gehen. Ich hatte das mal auf meinem PC und ja. So, wenn das fertig ist, klickt ihr auf den grünen Pfeil, der alle Beträge hier nach rechts verschiebt, wo ihr das alles bearbeiten könnt. Dann markiert ihr alles, indem ihr von mir aus Alternativsteuerung A drückt. Und dann Alt V oder einfach hier auf Bearbeiten. Ah ne, auf war das hier, einfach auf Einstellen, mein Fehler. Und dann kann man beliebig den Wert einstellen. Ich zum Beispiel kommt man pro Spiel von mir aus übertrieben 20 Millionen. Und wenn ihr wollt, dass das wie immer so bleibt, dann klickt ihr auch hier auf Einfrieren. Aber das ist jetzt meine Nebensache. So, aktualisieren, dann seht ihr hier 20 Millionen Euro pro Spiel. Und da könnte man einfach mal schnell. Ja, warum leckt das gerade so? Ja, einfach mal schnell das Spiel schnell simulieren. Schlauer Satz, schnell simulieren, ja. Und dann kann man hier wunderbar erkennen, man macht 20 Millionen Euro plus. Ja, bla 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 bla. Und schon könnte man beim Transfermarkt beliebige Spieler kaufen. Ist einfach zu wenig, aber man kann da viel mehr holen. Wie schon gesagt, es ist eine lustige Sache. Man kann die Spieler frei kaufen, wie man will, aber nach einer Weile wird es natürlich langweilig, wenn man alles hat und niemanden mehr wirklich als Gegner hat, zum Beispiel auch hier als Bank. Der Bank 826 Millionen und so ein Team hier, das kann man eigentlich auch alles fair spielen, aber wie schon gesagt, ist so zum Spaß nur da.